Wie fühlt es sich an, einen Brief an sein Leben zu schreiben? Wer wollte ich sein und wer bin ich geworden? All diese Fragen trieben mich um und brachten mich dazu, eine Dokumentation meines Lebens zu schreiben. Ein beharrlicher Weg mit Höhen und Tiefen, Verzweiflung und der Angst vor dem eigenen Ende. Doch was mich hielt, war die Suche nach Glaube und Gott und die Hoffnung, auf dieser gedanklichen Reise zu mir selbst zu finden. Es gelang mir. Der Blick öffnete sich. Innerer Friede kehrte ein und die Erkenntnis: geliebtes Leben, ich liebe dich. Gerd Kramer, der Weg des Frosches. Jetzt im Handel.